Herzlich willkommen hier im Cartoon Museum Basel. Mein Name ist Judith Schifferle und ich werde Ihnen heute Posy Simmons darstellen im Fokus von aktuellen Zeichnerinnen, die wir auch im Anschluss an diese Ausstellung Close-Up im Cartoon Museum zeigen werden. Posy Simmons gehört zu den Vorreiterinnen im Comic. Als eine der frühen Frauen, die sich berühmt gemacht haben über Pressezeichnungen, gehört sie zu den ganz bedeutenden Namen wie Claire Prétéchet, Catherine Meurice oder auch Katharina Gräfe, Anke Feuchtenberger. Posy Simmons ist bekannt geworden als eine Zeichnerin, die eine ungeheure Palette nicht nur von technischen Methoden als Zeichnerin angewendet hat, sondern auch eine unglaublich breite Themenvielfalt. Angefangen hat Posy Simmons mit 17 Jahren in Paris an der Sorbonne, hat sie Grafik studiert und wir sehen hier ihre ersten Zeichnungen. Für Zeichnerinnen im Comic, wie es aktuell immer wieder auch aufgegriffen wird, ist interessant zu beobachten, dass lange Zeit sehr wenig Comiczeichnerinnen die Geschichte geprägt haben. Obwohl es ein sehr populäres Medium ist, gibt es auch in der Geschichte des Comics viele Konventionen, sehr viele Codes, die eben gerade durch die Gesellschaft und damit auch durch Konservativismen die Frauen hinten anstehen ließen. Posy Simmons als britische Vertreterin der Comiczeichnerinnen ist schön darzustellen, weil sie auch immer wieder Themen aufgenommen hat aus der Literaturgeschichte, zum Beispiel Virginia Woolf. Wir sehen das auch hier. In dieser ganz kurzen Sequenz einer Geschichte A Room of One's Own, das auch Referenz macht zu Virginia Woolfs Ein eigenes Zimmer. Posy Simmons ist aber eine Zeichnerin gewesen und geblieben, die nicht nur feministische Themen aufgegriffen hat ab den 70er Jahren, sondern vielmehr die Frau auf ironische und auch sarkastische Weise innerhalb der männlichen Gesellschaft einfach beobachtet hat. Ein doch relativ typischer Comic können wir hier sehen, von 2002, Why Marriage, auch gezeichnet von Posy Simmons für den Guardian. Und etwas, was sie sehr gerne macht und auch absolut professionell darin ist, die verschiedenen Zeiten, historischen Kontexte über ein und dasselbe Thema zu verarbeiten. Das Thema der Heirat, warum heiraten wir eigentlich? Was sind die Vorzüge? Und zwar nicht nur für beide, sondern eben auch sowohl für die Frau als Einzelperson wie auch für den Ehemann. Das zeigt sich hier in verschiedenen Epochen des 20. Jahrhunderts und macht darauf aufmerksam, dass sich sehr, sehr viel geändert hat im Laufe der Zeit, aber bestimmte Fragen eben auch immer bleiben. Was ist wahre Liebe? Catherine Meurice, seine Bewundererin von Posy Simmons, hat gesagt, die Liebe geht über die Augen. Für Posy Simmons waren die Augen und sind die Augen bis heute eines der ganz, ganz wichtigen Elemente für Ausdruck eines Gesichts. Sie beobachtet die Augen ganz deutlich, das können wir auch hier sehen. Sie variiert von Knopfaugen, wie wir sie aus Tim und Struppi kennen, oder von diesen großen Augen, wie sie typisch waren für die 50er Jahre. Frauenfiguren, auch mit den großen Lippen. Oder ganz einfache Gesichter, die immer auch ein bisschen an Posy Simmons selbst erinnern. Mit dem Spiegel des Close-Up, titelgebend für unsere Ausstellung, hat Posy Simmons die Gestik des Gesichts beobachtet, um besser Figuren zeichnen zu können.
Und so ist Ihr Selbstbild, Ihr implizit als explizit, immer wieder präsent in den verschiedenen Comic oder auch in den Cartoons und den Strips im Guardian. Posy Simmons arbeitet vordergründig über das Skizzieren. Sie beginnt eine Figur, die sie beobachtet, die ihr entweder aus dem Alltag oder aus auch einer literarischen Vorlage begegnet und beginnt einfach in der Arbeit im Skizzenbuch daran, diesen Charakter herauszuarbeiten. Dabei kommen immer mehr einzelne Attribute zum Vorschein, eine Abarbeitung über ein Objekt wie hier, wir können das am Schuh sehen und erinnern uns auch schon an diesen letzten kurzen Comic über White Marriage, wo verschiedene Zeitepochen abgehandelt werden über die eine und dieselbe Frage. Der Schuh, der uns hier zeigt, quasi welche Verwandlung die weibliche Stellung in der Gesellschaft durchmacht, können wir wunderbar an diesem Panel hier sehen. Wir sehen oben den Schuh, dann die Frauen und auch das, was sie aussagen über ihr Leben innerhalb der Gesellschaft. Posy Simmons war nicht die Einzige, die ihr Selbstbild in die Geschichten implizit und auch über nur hier und da erkennbare Mimik oder Gestik aufgenommen hat. Es ist typisch für viele Zeichnerinnen ab den 1970er Jahren, dass die Frauen, die Zeichnerinnen, bekannt und auch einen Platz bekommen haben innerhalb der Comic-Geschichte mit dem Aufkommen auch des autobiografischen Comic, angeführt durch die Underground-Bewegung des Comics mit X am Ende, Robert Crumb mit seiner Lebensgefährtin Alin Kominsky Crumb zum Beispiel, aber auch die ganz wichtige Vertreterin Claire Prétéchet aus Frankreich, die bereits 1963 mit Goscinny angefangen hat, Comic zu zeichnen und sich zu Beginn gar nicht getraut hat, ihren Vornamen zu nennen unter die Panels, weil sie gedacht hat, es würde ihrem Ruf schaden. Das hat sich in den nächsten folgenden Jahrzehnten geändert. Claire Prétéchet wurde zu einer ganz bedeutenden Vertreterin auch der weiblichen Comic-Szene, indem sie auch auf feministische weibliche Themen gesetzt hat und die Frau gezeigt hat, innerhalb der Gesellschaft nicht immer nur mit feministischer Anklage, sondern teilweise auch, wie Posy Simmons, aus einer sehr sensitiven Distanz heraus dargestellt hat, wo die Position der Frau innerhalb der Gesellschaft steht. Eine andere Vertreterin und auch Bewunderin von Claire Prétéchet, aber auch von Posy Simmons, ist Catherine Meurice, die mit Les Grands Espaces, das weite Land, ebenfalls ihre eigene Lebensgeschichte als Graphic Novel gezeichnet hat und auch, wie das Posy Simmons getan hat, ihre Vorliebe für Literatur, für das Kunstleben, für den gesamten gesellschaftlichen Betrieb immer wieder in Szene gesetzt hat. Wir sehen auch hier Catherine Meurice, die bereits in ihrer Kindheit wichtige, bahnbrechende für ihre Karriere Erfahrungen gemacht hat im Betrachten von Kunst, aber auch in der Lektüre von Literatur. Und das hat zu einer Graphic Novel geführt, wie wir das hier ganz schön illustriert sehen. Der aktuelle Moment in der Wohnung in Paris. Die Autorin überlegt, wie aus der Erinnerung eine Geschichte geknüpft werden kann. Mit einem einfachen Strich, der zum Eingang in den erinnerten Kosmos ihrer Kindheit führt. Damit werden die Geschichten, auch die autobiografischen Räume
der Comiczeichnerinnen, aber auch der Comiczeichner, zu unabhängigen Geschichten, zu einem Raum, wo möglich wird, was vorher nicht möglich war, frei von Konventionen, frei von Codes, gesellschaftlichen oder auch technischen Konventionalitäten, wie zum Beispiel der klaren Linie oder eines eindeutig wiedererkennbaren Panelaufbaus. Es beginnen ganz neue Experimente bei den Zeichnerinnen vorzuherrschen, indem sie auch mit der klassischen Kunst eine neue Form des Comic einführen und sich selbst eben nicht nur als Selbstbild, sondern als Figur der großen Gesellschaft in die Geschichte setzen. Und das ist vielleicht das Bedeutendste, um festzuhalten, dass, obwohl es sich um autobiografische Comic handelt, hier die Frauen eine Rolle bekommen, die sie vielleicht sonst schwerer erreichen konnten, aber über ihre Geschichten einen festen Platz im großen Gefüge der Gesellschaft und Weltgeschichte finden können. Hier vor dem Hintergrund der letzten Geschichte von Posy Simmons möchte ich auch diese Online-Führung beenden mit einem Hinweis auf unsere kommenden Ausstellungen. Am 5. November werden wir Vernissage feiern, der Ausstellung De l'humeur au sérieux zu Catherine Meurice, eine Retrospektive. Und ab März werden wir die Zeichnerin Lika Nüssli hier im Haus begrüßen zu dürfen. Eine Reihe interessanter und ganz wichtiger Zeichnerinnen werden wir hier in Basel zeigen und wir freuen uns, wenn Sie einen Besuch bei uns vorhaben.